Guo Guangchang, Chinas Warren Buffett, der hat eine Beteiligungsgesellschaft und die Aktie von diesem Unternehmen, die zieht jetzt von einem niedrigen Niveau aus wieder an. Was steckt da dahinter? Ist die Aktie jetzt vielleicht interessant und sollten wir da zugreifen? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Die Top-Meldung von letzter Woche. Bill und Melinda Gates lassen sich scheiden. Stellt sich für uns die Frage, wem gehört denn jetzt die WHO? Ihm oder ihr? Und auch an den Börsen ist wieder einiges los. Da ist es letzte Woche relativ ungemütlich geworden. Wir haben jetzt nämlich so Dinge wie Zinsängste, Inflationsängste. Und ich will mich nicht selber loben, auch wenn ich es unentwegt dann doch tue. Aber ich habe es hier schon oft angesprochen in letzter Zeit. Schon in meinem Ausblick aufs neue Jahr, dann auch in meinem Goldvideo oder auch in meinem China-Video von vorletzter Woche und. Es kommt jetzt eben ein neues Szenario auf uns zu als Anleger mit einer wirtschaftlichen Erholung natürlich, mit dem Auslaufen der Corona-Krise, zumindest mit der Hoffnung darauf, dass sie ausläuft. Aber dieses Szenario ist eben nicht die beste aller Welten, sondern es ist aus vielen Gründen zwiespältig. Ich weiß, viele Zuschauer hier, die interessieren sich für die Märkte an sich gar nicht so großartig. Die wollen hauptsächlich Beiträge zu Aktien, zu Einzelaktien. Das ist aber schwierig, denn wenn es an den Märkten schlecht läuft, dann kommen die meisten Aktien dagegen eben auch nicht wirklich an. Und machen wir uns doch nichts vor. Also gerade das, was da auf YouTube immer rauf und runter besprochen worden ist letztes Jahr, also Aktien so wie Xiaomi oder JD.com oder was weiß ich, die sind letztes Jahr doch nicht so stark gestiegen, weil das jetzt immer die großen Top-Chancen gewesen wären. Auch wenn das einem natürlich jeder erzählt hat da. Sondern die sind gestiegen, weil das Umfeld und das Sentiment das hergegeben hat für diese Art von Aktien. Und jetzt fallen sie eben wieder. Also nehmen Sie mal BYD. Natürlich ist BYD ein sehr gutes Unternehmen, aber die waren eben auch verdammt teuer. Und was habe ich mal darüber einen Mund fusselig geredet? Und jetzt gibt der Markt es eben nicht mehr her und jetzt stürzen sie wieder ab. -50% in 3 Monaten. Tolle Aktie, wenn man sie rechtzeitig verkauft hat. Ich will damit nicht sagen, dass ich immer recht habe, um Gottes Willen, keineswegs. Und ich will auch nicht sagen, dass Wachstumsaktien jetzt grundsätzlich schlecht sind und dass man nur Value-Aktien kaufen soll oder sowas. Sondern nur, dass ich es eben wichtig finde, dass man sich immer auch über die Marktlage Gedanken macht und dass man nicht nur nach Tipps sucht von Einzelaktien, auch wenn das sehr verlockend ist. Es gibt zurzeit viele Dinge, die unklar sind. Also was ist mit unserem Wachstum jetzt? Ist es nachhaltig? Was ist mit der Inflation? Was schützt uns vor Inflation? Rohstoffe zum Beispiel und Rohstoffaktien. Aber warum sind dann Rohstoffaktien letzte Woche mit am stärksten eingebrochen? Und was das betrifft, dazu gibt es von uns einen neuen Zukunftsmärkte-Report, wo es um die Frage geht, wo stehen wir da jetzt bei den Rohstoffen? Bei Öl, Eisenerz, Nickel, Kupfer und so weiter. Was wird da gebraucht nach wie vor? Wo sind die Aussichten immer noch sehr gut? Und was ist auf der anderen Seite vielleicht schon viel zu teuer? Sehen Sie diese Reports als Ergänzung zu meinen Videos hier. Und Sie wissen ja, auch die Reports sind komplett gratis. Sie müssen sich nur einmal anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Und der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Und jetzt aber trotz allem eine Einzelaktie, die ich auch relativ interessant finde zum Beispiel, nämlich die Aktie von der Beteiligungsgesellschaft Fosun International aus China. Ist inzwischen ein riesiges Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 17,5 Milliarden Euro umgerechnet und mit einem Eigenkapital, das den Aktionären zurechenbar ist, von 16,4 Milliarden Euro.
Fosun ist schon 1992 gegründet worden von Guo Guangzhang. Und Guo Guangzhang, der hat öfter mal gesagt, ja, eins seiner großen Vorbilder sei Warren Buffett. Er sieht sich auch als Value-Anleger und er kauft auch gern günstig ein. Und darum hat man ihn dann irgendwann auch mal den Warren Buffett Chinas genannt, was ihm jetzt sicherlich nicht geschadet hat. Ich habe schon mal ein Video zu Fosun gemacht im Februar 2019, also vor 2 Jahren. Gott, war ich da noch jung. Nett, unbeholfen, voller Ideale. Nett und unbeholfen bin ich ja immer noch. Aber es ist viel passiert seitdem und viel davon war für Fosun jetzt nicht unbedingt gut. Die Konstellation ist jetzt aber ganz interessant, weil erstens wir haben eine günstige Bewertung und zweitens die Aktie steigt von einem niedrigen Niveau aus. Und dass sie steigt, das ist nicht selbstverständlich momentan, weil Sie wissen ja wahrscheinlich, der chinesische Markt, der korrigiert gerade. Das ist der Hang Seng China Enterprises Index, die letzten 6 Monate. Beim MSCI China, da sieht es ähnlich aus im Grunde. Im Februar haben wir noch ein mehrjähriges Hoch erreicht da, aber seitdem geht es schon wieder bergab. Nicht so bei Fosun International. Wir haben auch da eine Korrektur gehabt im März, aber dann ging es auch wieder stark aufwärts und wir haben Anfang Mai dann sogar einen Ausbruchsversuch zumindest gehabt auf ein neues 2-Jahres-Hoch. Wir können also sagen, dass sich Fosun in einem schwierigen Gesamtmarkt zumindest gut schlägt. Vorher war aber auch schon eine starke Abwärtsbewegung dafür, bis Anfang 2020. Fosun war also lange ein Underperformer, jetzt ist es ein Outperformer, gerade im schwierigen zweiten Quartal. Und wäre ich jetzt ein Charttechniker, dann würde ich sogar sagen, dass die Aktie relative Stärke zeigt und dass wir hier eventuell sogar eine Art Aufwärtstrend wieder haben. Aber wer bin ich, dass ich sowas sagen würde? Dafür braucht man eine lange Ausbildung, dass man das sagen darf. Und man muss so Dinge wissen, wie was ein Fibonacci-Retracement ist und sowas. Aber wie kam das jetzt alles zustande? Fosun ist ein Konglomerat, hat alle möglichen Beteiligungen, also Immobilien, Einzelhandel, auch Minen, auch Brauereien, an der Tsingtao Brewery zum Beispiel. Und sie sind auch im Januar eingestiegen bei einem chinesischen Schnapsproduzent. Aber im Großen und Ganzen gibt es drei Schwerpunkte, drei Säulen, die Fosun hat, nämlich Wealth, Health und Happiness. Also Wohlstand, Gesundheit und Glück. Herz, was willst du mehr, könnte man eigentlich sagen. Wealth, das sind Versicherer und Rückversicherer in China, in den USA, auch Versicherer und Banken in Portugal, die haben die gekauft nach der Euro-Krise. Hauck und Aufhäuser haben sie auch die Mehrheit in Deutschland, die Privatbank. War am Anfang jetzt vielleicht nicht so toll, aber diesmal in der Krise, da hat der Bereich den größten Gewinn eingebracht. Dann Health, Gesundheit. Das sind Krankenhäuser, Biotech, das sind ein indischer Generika-Hersteller, das sind Krebstherapien, medizinische Laser und. Und dann noch Happiness, das ist Einzelhandel, Modemarken, Hotels, Tourismus und sowas. Das ist der Umsatzanteil 2020. Der wichtigste Bereich ist da immer noch Happiness mit über 40%. Die anderen zwei Bereiche, die waren ein bisschen kleiner. Und dann rechts noch ein neuer Bereich, auf den ist man auch sehr stolz. Intelligente Produktionsverfahren, könnte man sagen. Ist noch relativ klein, aber ist schon sehr profitabel. Und hier aber der Beitrag zum Nettogewinn. Also wohlgemerkt auch im Krisenjahr 2020, wo der Gewinn insgesamt geschrumpft ist um 46% auf ungefähr 1 Milliarde Euro umgerechnet. Und da sehen wir eben, 60% fast kommen aus dem Finanzbereich. Der neue IT-Bereich auch schon sehr stark mit 26%. Gesundheit, naja. Und dann aber eben auch Happiness. Happiness ist seinem Namen leider nicht gerecht geworden. Das war stark defizitär, ist aber nachvollziehbar. Also sowas wie Club Med, die ja Fosun gehören, oder Cirque du Soleil.
Da war Corona ja die totale Katastrophe. Aber es ist da auch schon vorher schlecht gelaufen. Also Thomas Cook zum Beispiel 2019, Milliardenpleite, das hat Fosun voll erwischt. Oder auch Tom Tailor, das Modelabel, da haben die auch viel Geld versenkt. Wolford, Damenstrümpfe, da läuft es etwas besser jetzt anscheinend wieder. Aber eigentlich auch fast noch ein Sanierungsfall, muss man sagen. Also Fosun hat schon auch ein paar Mal ordentlich daneben gelangt, hat damit auch ordentlich Werte vernichtet. Das war jetzt nicht ganz so Warren Buffett-mäßig. Es erklärt zum Teil auch den Kursverfall natürlich, den wir gehabt haben. Aber meiner Meinung nach haben die eben auch viel richtig gemacht und es gibt eben auch Bereiche, die sehr, sehr interessant sind und wo man das Potenzial vielleicht im Moment noch nicht so sieht. Also Gesundheitsbereich zum Beispiel. Das ist die Aktie von der Pharma-Tochter, Shanghai Fosun Pharma. Da brauchen Sie jetzt nicht jammern, dass die Aktie schon so davongelaufen ist. Ich habe Fosun Pharma hier zigmal besprochen und zwar positiv besprochen. Sind gut gelaufen. Ein genialer Schachzug war da natürlich der Einstieg bei BioNTech und vor allem auch die Kooperation mit BioNTech für China mit den Covid-Impfstoffen. Das Neueste ist jetzt ein neues Venture, wo jetzt bis zu 1 Milliarde Impfstoffdosen hergestellt werden sollen vom BioNTech-Impfstoff in China. Da waren die Anleger natürlich hochbegeistert. Ich sehe da aber dadurch auch Risiken. Also ich bin mir nicht sicher, ob sich der Markt da im Moment nicht vielleicht zu stark auf das Impfstoffthema konzentriert. Aber Fosun Pharma hat auch noch viele andere Aktivitäten. Dann der Tourismus, Fosun Tourism. Da habe ich leider nur einen Chart in Euro. Das ist erstmal nicht so gut gelaufen, natürlich. Auch da ist der Markt jetzt aber wieder optimistisch, hoffentlich auch zu Recht. Also ist ja alles schwer absehbar mit dem Tourismus. Man sollte ja glauben, auch der Bereich erholt sich jetzt irgendwann mal wieder. In China tut er das schon. Hoffentlich aber eben auch irgendwann mal das internationale Geschäft auch. Auf jeden Fall für die Tochtergesellschaften ist der Markt schon wieder relativ optimistisch. Nur bei der Muttergesellschaft ist es eben noch nicht so ganz angekommen, die ganze Sache. Und da haben wir jetzt eben die Situation, dass die Aktie bewertet ist mit einem KGV von nur 6,1 auf den Gewinn, der prognostiziert wird für 2021. Das ist sehr günstig. Und wir haben auch ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von nur 0,65. Klar, es gibt einen Holding-Abschlag und ja, es ist auch so. Also wenn man da in den Geschäftsbericht schaut, das ist schon wieder eins von diesen Unternehmen, wo einem dann eben ganz schwindlig wird bei den ganzen Beteiligungen. Also man kommt schwer durch. Aber trotzdem, 35% Abschlag auf den Buchwert, das ist natürlich schon viel, weil Fosun ja auch keine Klitsche ist, sondern es ist ein großer internationaler Konzern. Und der Wert von den Beteiligungen, den muss man ja auch nicht unbedingt mit dem ansetzen, wie sie jetzt bilanziert sind, sondern viele von denen sind börsennotiert und man könnte es ja auch da ansetzen, ja, was ist der Anteil an der Börse wert zurzeit? Und da haben wir ein völlig anderes Bild. Das sind jetzt mal nur die 20 wichtigsten Beteiligungen von Fosun an börsennotierten Unternehmen und was die wert waren Ende Dezember. Ich weiß jetzt nicht, ob man es im Detail erkennt. Also wenn nicht, dann finden Sie das in der Präsentation von Fosun zum Jahresbericht 2020. Summa summarum, der Börsenwert nur von diesen 20 wichtigsten Beteiligungen, der war Ende Dezember bei umgerechnet 151 Milliarden Hongkong-Dollar. Der Börsenwert von Fosun insgesamt ist aber nur 99,8 Milliarden Hongkong-Dollar. Und wenn man jetzt grundsätzlich die Marktwerte nehmen würde von allen Beteiligungen, also wie auch immer man die dann ansetzt, dann liegen die laut Fosun bei 26,09 Hongkong-Dollar je Aktie. Und die Aktie wird aber gehandelt zu 11,80 Hongkong-Dollar ungefähr. Das heißt 122% Abstand vom Kurs zum Net Asset Value. Und da können wir gern sagen, dass Fosun sich da ein bisschen irrt und vertut und vielleicht ein bisschen zu optimistisch ist und dass ja die Werte möglicherweise dann auch schwanken, weil wir Kursschwankungen haben werden. Aber auch dann würde ich sagen, haben wir immer noch einen großen Abstand zum fairen Wert, einen Abstand in einem hohen zweistelligen Prozentbereich, zumindest theoretisch.
Das macht die Aktie für mich interessant. Also hohe Beteiligungswerte, eine niedrige Bewertung, eine stabile Kursentwicklung momentan und relative Stärke dadurch. Es ist nicht immer rund gelaufen. Fosun hat Pech gehabt, die letzten Jahre, hat sicherlich das eine oder andere auch selber vergeigt. Aber inzwischen glaube ich, dass Fosun unterschätzt wird und dass die Aktie unterbewertet ist. Und wenn man Geduld hat, wenn man ein geduldiger Anleger ist, der längerfristig denkt, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass Fosun jetzt vielleicht auch eine Aktie ist, wo man sich ein paar Stücke in der momentanen Situation zulegt. Aber wie gesagt, es kommt immer auch aufs Marktumfeld an. Fosun hat sich dem zwar entgegengestemmt, relativ erfolgreich, aber eine Aktie ist auch nur ein Mensch und es ist eben auch eine Beteiligungsgesellschaft. Und gerade für Beteiligungsgesellschaften ist es schon gut, wenn auch das Marktumfeld halbwegs stabil ist. Okay. Kein Video von mir natürlich ohne meinen flammenden Aufruf an Sie, dass Sie meinen Kanal auch abonnieren. Damit unterstützen Sie mich, Sie unterstützen meine Arbeit, Sie haben selber aber auch was davon. Denn immer, wenn ein neues Video von mir da ist, dann bekommen Sie das, wenn Sie abonniert haben und wenn Sie auch das Glockensymbol dann gedrückt haben, bekommen Sie das auch gleich angezeigt. Dankeschön dafür, vielen Dank dafür. Und zum Schluss jetzt noch die Frage. Wird Guo Guangchang dem Anspruch gerecht, Chinas Warren Buffett zu sein? Was man sagen kann, er hat wirklich schon einiges auf die Beine gestellt jetzt auch. Aber natürlich viele von seinen Beteiligungen, die haben sich deutlich volatiler entwickelt als jetzt die Beteiligungen von Berkshire Hathaway. Umgekehrt ist Fosun eine Aktie, die für Warren Buffett in Frage kommen könnte. Da würde ich sagen, ja, möglicherweise, wir haben zumindest viel Substanz zu einem guten Preis. Aber es ist natürlich auch so, dass ja nach wie vor jeden Tag irgendwelche Artikel erscheinen, so in die Richtung drei Aktien, die Warren Buffett jetzt kaufen würde oder könnte oder sollte oder wie auch immer. Und dazu kann man ja eigentlich nur sagen, wenn er sie kaufen würde, warum kauft er sie dann nicht? Ich will mich also eben nicht einreihen hier in den Kreis derer, die meinen, sie wüssten es jetzt besser, was Warren Buffett kaufen sollte, besser als Warren Buffett selbst. Und wenn es einen Value-Anleger gegeben hat in den letzten Jahren, der sich nicht so verhalten hat wie Warren Buffett, dann war das Warren Buffett. Warren Buffett macht, was er will, da hat er auch recht, er wird dafür auch seine Gründe haben und wir sollten uns aber eben unsere eigenen Gedanken machen darüber, was zu uns passt und was wir interessant finden. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Vergessen Sie nicht, dass Sie sich noch anmelden für unsere Gratis-Zukunftsmärkte-Reports. Das nächste Mal demnächst mit den verschiedenen Rohstoffen auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen, bis nächste Woche vielleicht und Dankeschön fürs Zuschauen.